Ich möchte nun einmal zeigen, wie man ein paar mathematische Körper zeichnen kann in Word. Zunächst lasse ich mir die Gitterlinien anzeigen und ich möchte zuerst einmal einen Zylinder und Kegel zeichnen. Dazu zeichne ich zunächst einen kleinen Bogen. Die Größe lege ich auf 1 cm mal 2 cm fest und dann ziehe ich den Bogen noch ein wenig hier herum, sodass der hier drüben auch ankommt. Noch nicht ganz. So. Und diesen Bogen nehme ich jetzt und dupliziere den mit der Shift-Taste, mit der Steuerungstaste. Und dann drehe ich den einmal. Spiegel den. Und dann habe ich hier einen Kreisbogen. Das sieht ganz gut aus. Und jetzt kann ich den oberen Teil einmal gestrichelt machen. Dazu füge ich einmal noch hier ein Symbol hinzu. Und zwar die Linienart. Und pack die mal zu den anderen Linieneigenschaften unter die Konturstärke. Und jetzt kann ich sagen, die soll ein wenig gestrichelt sein. Und das Ganze gruppiere ich mir. Und dann fange ich auch schon an, meinen ersten Körper zu zeichnen hier, indem ich einfach hier zwei Striche ergänze. Und schon habe ich meinen Kegel. Dann kann ich das hier auch duplizieren. Und dann auch wieder zwei Striche ergänzen. Und dann einen Zylinder zeichnen. Das Ganze hier dupliziere ich jetzt nach oben. Und dann kann ich hier oben noch die Linienart wieder abändern. Eine durchgezogene Linie. Den Kegel kann ich problemlos gruppieren. Eigenartigerweise klappt das hier nicht. Wenn ich dann einmal einen Kasten hier rüber ziehe, dann werden die Linien, die einzelnen Linien hier von unten nach oben nicht markiert. Die muss ich leider noch einzeln markieren mit der Steuerungstaste. Und dann kann ich das gruppieren und umherschieben. So, jetzt zeichne ich noch einmal dann eine Kugel. Dazu zeichne ich erstmal einen Kreis. Da nehme ich dann auch die Maße 2 cm mal 2 cm. Und dann brauche ich auch nur hiervon mir das untere Teil zu klauen oder hiervon und hier vorne hinzusetzen und schon ist meine Kugel fertig. Das gruppiere ich wieder hiermit und als letztes zeichne ich dann, vielleicht muss man das hier noch ein bisschen anpassen, als letztes zeichne ich dann noch einmal ein Quader bzw. einen Würfel. Dazu zeichne ich jetzt erstmal hier 4 Linien.
Die ist nicht ganz optimal geworden. Und auch hier beim Gruppieren kann ich leider nicht alle greifen. Und einzelne muss ich dann nochmal nachträglich markieren. Das Ganze kann ich dann gruppieren und dann kann ich mir das auch einmal hier verschieben. Und hier kann ich dann die beiden Seiten dann auch einmal gestrichelt darstellen lassen. Und jetzt brauche ich nur noch hier diese Kanten zu ergänzen. Die letzte Kante stelle ich dann auch wieder gestrichelt dar. Falls du Unterstützung beim Zeichnen in Word brauchst oder einen Vorschlag für ein neues Video hast oder einfach nur ein paar Dokumente austauschen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du bei meinem Discord-Channel vorbeischaust. Der Link hierfür befindet sich unten in der Videobeschreibung.